Hi there. Hallo, ich bin im Rhodopengebirge in Bulgarien. Hier gibt es viele Wildtiere. Ich gehe jetzt mit Stefan, einem Experten für biologische Vielfalt, auf eine Expedition. Eine Safari ist eine der besten Möglichkeiten, die vielfältige Tierwelt der Region zu entdecken. Wir sind in einem der Gebiete, in denen wir an der Wiederansiedlung von Wildtieren arbeiten. Heute halten wir nach Bisons, Wildpferden und Hirschen Ausschau. Der Experte arbeitet für eine NGO, deren Ziel es ist, Wildtiere wieder in der Gegend anzusiedeln. Oh, wow. Einige dieser Tiere waren seit 1000 Jahren ausgestorben, wie der europäische Bison, andere erst seit ein paar hundert Jahren, wie der Rothirsch. Es ist wichtig, dass alle Tiere, die ausgestorben sind, wieder angesiedelt werden, damit die Natur vielfältiger wird. Tiefer im Gebirge entdecken wir Bisons und Wildpferde. Die sind sehr neugierig. Es ist unglaublich, diesen Tieren so nahe zu sein. Wie kann Tourismus dazu beitragen, noch mehr Wildtiere anzusiedeln? Tourismus ist ein wichtiges Element unserer Arbeit. Die Rückkehr dieser Tiere freut die Menschen. Deshalb ist die Wilderei, die der Hauptgrund für ihr Aussterben war, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Das Rhodopengebirge überrascht mit offenen Landschaften und vielen Entdeckungen. Ein einzigartiges europäisches Abenteuer.